Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zum Schluss der Vorlesungsreihe, wie versprochen, noch ein kurzes Video zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zum Zahlungsdiensterecht. Diesmal geht es um Betrug beim Online-Banking. Der Vertiefungsaufgabe lag dieser Fall zugrunde, den der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren entschieden hat. Da läuft beim Online-Banking der B-Bank mehrfach etwas schief. Zuerst kommt es zu einer Störung, die dazu führt, dass bei der Z-GmbH fehlerhaft 239.000 Euro gutgeschrieben werden. Weil die vorher 1.000 Euro Miese hatten, haben sie jetzt ein Guthaben von 238.000 Euro. Das merkt die B-Bank auch, kann es aber erstmal nicht kontrollieren. Es merkt nun auch jemand anders. Es wird von der Benutzererkennung des Geschäftsführers der Z-GmbH, der Kontostand, abgefragt. Irgendjemand, der zumindest sich ausgibt als den Geschäftsführer im Online-Banking, erfährt also, dass da unverhofft ein Riesenguthaben steht. Und nun wird im nächsten Schritt auch wieder mit der Benutzererkennung des Geschäftsführers der Z-GmbH eine Überweisung an einen X veranlasst und der ist nachher über alle Berge. Das geschieht im sogenannten M-TAN oder Mobile-TAN-Verfahren. Da wird also zunächst mal eine PIN verlangt, ein Passwort oder eine Zahlenkombination, damit man überhaupt ins Online-Banking-System reinkommt und dann für jede einzelne Überweisung eine sogenannte Transaktionsnummer, eine TAN, also eine besondere Identifizierung nur für diesen einen Vorgang. Und früher war es so, das hatten wir in einem Fall in der letzten Stunde, dass diese TANs dem Bankkunden als Liste übermittelt wurden. Der hatte also eine Liste mit solchen Nummern und bei jeder Überweisung konnte er eine Nummer verbrauchen. Das hat sich als unsicher erwiesen, deswegen wird heute diese TAN vor jedem einzelnen Überweisungsvorgang extra übermittelt, und zwar über das Mobilfunknetz, also als SMS auf dem Handy, nicht über das Internet. Und durch diesen zweiten Übertragungsweg ist das ein sicheres Verfahren, das sicherstellt, dass zum Beispiel die Tatsache, dass der Computer des Bankkunden gehackt ist, nicht dazu führt, dass eben auch diese TAN ohne weiteres bekannt wird weil sie immer auf einem, und kompromittiert werden kann, weil sie immer auf einem anderen Weg übermittelt wird. Also es wird offenbar zunächst mal die PIN des Geschäftsführers eingegeben und dann auch noch die TAN, die an seine Mobilfunknummer übermittelt wurde. Und dann geht eben die Überweisung an X, der X ist weg und die B-Bank sagt, nun von eurem Konto sind 238.000 Euro abgehoben worden. Ihr habt jetzt also ein Sollsaldo nicht wie vorher von 1.000 Euro, sondern von 238.000 Euro und den 1.000, die ihr schon hattet, insgesamt also 239. Das zwischenzeitliche Guthaben war ja nur irrtümlich da, das buchen wir zurück und verlangen jetzt von euch den Ausgleich dieses Sollsaldos. Also dieses Geldes, das letztlich abhanden gekommen ist. Und der Geschäftsführer der Z-GmbH sagt nun, ich war das nicht, ich kenne den X auch überhaupt nicht, ich habe dem nichts überwiesen. Und die B-Bank verlangt, kann ich trotzdem Aufwendungsersatz verlangen? Das kann, wenn sie das tut, macht sie das, indem sie schlicht dieses Geld zunächst mal auf dem Konto als Debit bucht. Anspruchsgrundlage für einen solchen Anspruch wäre demnach 675c in Verbindung mit 670 BGB, letztlich also der Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsbesorgungsrechts aufgrund dieser Verweisung aus dem Zahlungsdienstrecht ins Geschäftsbesorgungsrecht. Dass wir einen Zahlungsdienstevertrag haben, ist ja klar. Es geht ja um eine Überweisung. Voraussetzung dafür, dass dieser Aufwendungsersatzanspruch besteht, ist nun, dass die Zahlung autorisiert war im Sinne von 675j BGB. Sonst gibt es keinen Aufwendungsersatzanspruch. Diesen ehernen Grundsatz hatten wir ja schon kennengelernt. Und ob nun autorisiert worden ist ordnungsgemäß, das ist gerade zwischen den Parteien streitig. Und weil das streitig ist, muss das nach den Grundsätzen über die Beweislast entschieden werden, wessen Behauptung nun vom Gericht gefolgt wird. Und die Beweislast für diese Fragen der Autorisierung, der ordnungsgemäßen Autorisierung, sind in § 675w geregelt. Danach hat zunächst mal die Bank die Beweislast dafür, dass eine technisch ordnungsgemäße Authentifizierung vorgelegen hat, dass also tatsächlich die TAN ordnungsgemäß übermittelt und eingegeben wurde und die PIN. Das kann die Bank ja auch tatsächlich beweisen, weil sie darüber technische Aufzeichnungen hat. Also dass die TAN, die dem Geschäftsführer der Z-GmbH an seine Mobilnummer übermittelt wurde, verwendet wurde, dass auch seine PIN verwendet wurde, das ist alles unstreitig. Der
Geschäftsführer sagt nur, ich war es trotzdem nicht. Und die Frage ist jetzt, reicht es aus, dass die Bank sagen kann, wir sehen, dass die PIN und die TAN ordnungsgemäß verwendet wurden, dass also der Authentifizierungsvorgang technisch ordnungsgemäß abgelaufen ist. Man könnte ja sagen, damit muss es eine ordnungsgemäße Autorisierung durch den Berechtigten gegeben haben, denn bei einem sicheren Online-Banking-Verfahren kann ja niemand anders an diese Daten heran. Entweder hat der Geschäftsführer das selbst bewusst autorisiert oder er ist mit seinen Zugangsdaten schlampig umgegangen und dadurch konnte sich ein anderer dessen bemächtigen. So einfach geht es aber nicht. Das sagt das Gesetz ausdrücklich in 675w Satz 3. Auch wenn die Authentifizierung bewiesen ist, ist damit die Autorisierung, also die Authentifizierung durch den Berechtigten, nicht bewiesen und auch nicht alternativ ein irgendwie betrügerisches Verhalten, sondern dafür muss die Bank weitere Beweise bringen. Was heißt das nun? Das ist in der deutschen Literatur streitig. Zum Teil sagt man, die Bank muss nun also konkret beweisen, was passiert ist. Sie muss also beweisen, dass der Geschäftsführer der Z-GmbH selber seine Bankdaten eingegeben hat oder dass er sich irgendwie daneben benommen hat, also zum Beispiel die Daten ausgeplaudert, weitergegeben hat oder unsachgemäß verwahrt hat. Sie muss also den konkreten Geschehensablauf beweisen. Wenn das so wäre, hätte die Bank fast keine Chance. Denn wie soll sie das machen? Sie kann ja schlecht wissen, was bei der Z-GmbH und beim Geschäftsführer zu Hause passiert ist. Der BGH sieht das etwas lockerer. Der sagt, es reicht ein sogenannter Beweis des ersten Anscheins. Die Bank muss also zusätzlich beweisen, dass ihr System hinreichend sicher ist. Erstens also, dass die technische Authentifizierung soweit klar abgelaufen ist und zweitens, dass das System hinreichend gesichert ist, sodass es ohne Fehlverhalten des Kunden nicht zu einer Autorisierung mit den Daten des Kunden kommen kann. Also es reicht nicht einfach aus zu sagen, technisch ist das sauber gelaufen, zusätzlich muss die Sicherheit des Systems im Einzelnen dargelegt werden. Dann hat die Bank den Beweis des ersten Anscheins erbracht und die Beweislast im Sinne des 675w Satz 3 getragen. Wenn dann vom Kunden nichts zurückkommt, dann hat sie den Beweis geführt, dass der Kunde entweder selbst autorisiert hat oder eben sich falsch verhalten hat, so wie das in 675w Satz 3 aufgelistet ist. Aber das muss sie bringen. Wenn sie gar nichts bringt, dann reicht das nicht aus, um den Schluss zu ziehen, es kann nur am Kunden gelegen haben. Es könnte ja eben auch an irgendeiner Lücke, einer Sicherheitsproblematik bei der Bank gelegen haben. Und das muss sie im Einzelnen darlegen, dass ihr System sicher ist, nicht angreifbar ist und so weiter. Das hat der Bundesgerichtshof hier schön ausgeführt. Ich habe den Wortlaut Ihnen abgedruckt, weil es ein bisschen schwierig nachzuhalten ist und wiederzugeben ist. Für eine Anwendung der Grundsätze des Anscheinsbeweises im Zahlungsdienstrecht bei dem Nachweis einer Autorisierung durch ein vereinbartes Zahlungsauthentifizierungsinstrument reicht danach allein die korrekte Aufzeichnung der Nutzung dieses Zahlungsauthentifizierungsinstruments nicht aus. Das ergibt sich aus dem Wortlaut von 675w. Der Satz 3 hätte keinen Sinn, wenn das ausreichen würde. Vielmehr müssen dessen allgemeine praktische Sicherheit und die Einhaltung des Sicherheitsverfahrens im konkreten Einzelfall feststehen. Zudem bedarf die Erschütterung des Anscheinsbeweises nicht zwingend der Behauptung und gegebenenfalls des Nachweises technischer Fehler des dokumentierten Authentifizierungsverfahrens. Also, erstmal muss die Bank sagen, bei uns ist alles sicher, bei uns ist nichts schiefgegangen. Und dann muss der Kunde diesen Anscheinsbeweis, dadurch, dass er irgendwie alternative Geschehensabläufe darlegt, erschüttern. Dafür muss er aber nicht im Einzelnen nun widerlegen, dass das System sicher ist. Also er muss nicht technische Fehler aufzeigen. Es reicht, wenn er irgendwie plausibel macht, es könnte auch anders gewesen sein. Im Fall, sagt der BGH, ob das System unüberwindbar ist, das ist letztlich unklar. Also ob die Bank dazu genug gesagt hat, das hatte die Vorinstanz, die Tatsacheninstanz nicht festgestellt. Der BGH hat das offen gelassen. Das hätte also, wenn es darauf angekommen wäre, noch durch Beweiserhebung festgestellt werden müssen. Der Bundesgerichtshof war aber der Meinung, jedenfalls sei der Anscheinsbeweis hier erschüttert. Also die Bank, selbst wenn man annimmt, die Bank hat dargetan, ihr System ist sicher, es ist nichts schiefgegangen, dann hat der Beklagte, also die Z-GmbH, genug getan, um ihrerseits zu sagen, nein, hier könnte es trotzdem anders gewesen sein. Also diese Plausibilität, es sieht doch so alles danach aus, es liegt am Kunden, ist erschüttert. Und zwar muss eben dafür die Z-GmbH nicht sagen, wie man das Banksystem hackt. Sie muss keinen technischen Fehler nachweisen. Sie muss nur zusätzliche Beweise bringen, dass es nicht an ihr gelegen hat. Und das tut sie ja dadurch, dass sie eben sagt, wir können beweisen durch Zeugen, dass wir mit dem X nichts zu tun haben und dass wir in keiner Weise etwa die Weiterleitung des Geldes mit dem besprochen hatten.
Und damit ist schon wieder erschüttert diese Annahme, es muss doch irgendwie an der Z-GmbH gelegen haben. Das ist also immer noch ein relativ großzügiger Maßstab. Man könnte sich noch fragen, wenn es nun so ist, dass zwar sich nicht beweisen lässt, dass die Z-GmbH hier selber tätig war oder selber den X irgendwie das ermöglicht hat, aber zumindest muss es doch irgendeine Schlamperei gegeben haben bei der Z-GmbH und dann könnten wir doch mit der Anscheinsvollmacht arbeiten, also sagen, nach den Grundsätzen der Anscheinsvollmacht galt derjenige, der hier tätig geworden ist mit der Kennung der Z-GmbH als von der Z-GmbH bevollmächtigt. Das könnte man im allgemeinen Zivilrecht so machen, es würde aber wieder die Regelung des 675w unterlaufen und deswegen ist dafür im Zahlungsdienstrechte kein Raum für eine Anscheinsvollmacht, sondern entweder kann man eben diesen Beweis nach 675w führen, entweder dafür, dass die Z-GmbH selber den Vorgang autorisiert hat oder dass sie fahrlässig gehandelt hat und sich damit schadensersatzpflichtig gemacht hat, hintenrum über die Figur des Anscheinsbeweises die Z-GmbH haftbar zu machen, kommt nicht in Betracht. Und das heißt hier, ein Anspruch auf Aufwendungsersatz nach 675c, den gibt es nicht. Damit ist unser Fall noch nicht ganz gelöst, weil wir noch fragen müssten, gibt es nicht wenigstens einen Schadensersatzanspruch nach 675v, weil vielleicht die Z-GmbH das nicht autorisiert hat, aber wenigstens eben irgendwie einem Angreifer ermöglicht hat, sich dieser Bankdaten zu bemächtigen. Auch dafür müsste aber der Beweis nach 675 W Satz 3 geführt werden. Dann eben nicht der, dass nach Nummer 1 der Zahlungsvorgang von der Z-GmbH autorisiert war, aber der, dass nach Nummer 4 fahrlässig Bedingungen der Nutzung des Zahlungsinstruments verstoßen wurde oder dass die Z-GmbH Pflichten nach 675 L verletzt hat, also mit ihren Zugangsdaten nicht sachgemäß umgegangen ist. Das ist auch wieder nicht geschehen, oder jedenfalls nicht ersichtlich. Für diesen Punkt fehlte es auch wieder an Feststellungen des Oberlandesgerichts. Ja, wenn es ansonsten die Voraussetzung gegeben wäre, dann könnte man weiter fragen, ob eigentlich die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs nach 675v gegeben sind, das heißt, ob das ein hinreichend sicheres Verfahren ist, das wird man wohl bejahen können, denn man muss ja, um nach diesem Verfahren Überweisungen durchzuführen, die PIN eingeben, das wäre der Faktor Wissen, und außerdem ein Mobiltelefon haben, an das die M-TAN gesendet wird, als wäre der Faktor Besitz. Damit wären zwei Faktoren gegeben und damit wäre das ein nach 675v Nummer 4 hinreichend in gesichertes System, ein System der starken Kundenauthentifizierung. Daran würde also, wenn der Beweis einer Pflichtverletzung gegeben wäre, der Schadensersatzanspruch der Bank nicht scheitern. Schauen wir uns zum Schluss an, wie nach dem, was wir jetzt gesagt haben, die Fragen auf SUTAP zu beantworten waren. Dann wäre klar, 675w sagt, die Beweislast liegt insgesamt bei der Bank. Die muss beweisen, dass der Kunde entweder authentifiziert hat oder sich falsch benommen hat. Das heißt zugleich in unserem Fall, es ist gerade nicht erwiesen, dass die Zahlung vom Geschäftsführer der Z-GmbH autorisiert wurde. Es fehlte ja für diesen Beweis durch die Bank etwas. Es ist auch nicht richtig, dass, wenn die Z-GmbH nicht beweisen kann, dass das Sicherheitssystem der Bank gehackt wurde, selber haftet, sondern es ist ja umgekehrt. Die Bank haftet, wenn sie nicht beweisen kann, dass die Z-GmbH was falsch gemacht hat. Ansonsten bleibt die Bank auf dem Schaden sitzen. Es ist nicht so, dass die Z-GmbH Beweis führen muss. Und ganz zum Schluss haben wir auch das Letzte beantwortet. Das M-TAN-Verfahren hält wohl die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Damit ist auch dieser letzte Fall gelöst und die Vorlesung Zivilrechtliche Grundlagen des IT- und Internetvertragsrechts ist endgültig vorbei. Nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine ertragreiche vorlesungsfreie Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zum Schluss der Vorlesungsreihe, wie versprochen, noch ein kurzes Video zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zum Zahlungsdienstrecht. Diesmal geht es um Betrug beim Online-Banking.